Ich hasse es, in diesem Körper aufzuwachen. Mir ist einfach alles zu viel. Ich habe Schmerzen. Es macht mich fertig, wie sehr ich mich anstrengen muss, nur um einen normalen Tag zu haben. Ich bin verzweifelt. Im Moment kann ich mich zwar noch bewegen, aber es ist schwierig. Mir tut alles weh und ich bin ständig erschöpft. Meine Eltern haben mir eine Gartendusche gebaut, aber der Wasserstrahl kommt nicht überall hin, weil ich so dick bin. Das klappt also nicht. Nur die Dusche bei meiner Schwester ist groß genug. Deshalb gehe ich zum Waschen zu ihr. Stühle, Flure, Türen, Badezimmer, Toiletten, Betten, Badewannen, für alles bin ich zu dick. Meine Familie hat ein Grundstück hier in Conroe, Texas. Hier stehen verschiedene Wohneinheiten. So hat jeder seinen eigenen Bereich. Mein Häuschen liegt direkt neben dem meiner Schwester. Meine Eltern leben im Haupthaus. Mein Leben wird immer mehr zur Herausforderung. Wenn ich an der Veranda meiner Schwester ankomme, bin ich außer Atem und meine Muskeln brennen. Es kommt mir vor, als müsste ich ein ganzes Footballteam vor mir herschieben. Dabei ist es nur mein Körper. Ich bin in Conroe geboren. Keine Ahnung, wie schwer und wie groß ich bei der Geburt war. Aber laut meiner Mom war ich ein schwieriges Baby. Sie sagt, alles habe mich gestresst. Ich glaube, das lag daran, dass unsere Familienverhältnisse sehr chaotisch waren. Wir sind 6 Kinder, aber ich bin das Einzige mit meiner Elternkombination. Meine Brüder und Schwestern sind entweder Halb- oder Stiefgeschwister. Setzt euch bitte. Unsere Eltern waren meistens unglücklich. Sie haben sich einige Male getrennt und dann wieder versöhnt. Es gab keine Stabilität. Nach meiner Geburt trennten sie sich und Mom hatte einen neuen Freund. Sie wurde von ihm schwanger und bekam Zwillinge, meine Halbschwestern Jessica und Megan. Sie nennen aber meinen Vater Dad. Dabei ist er ihr Stiefvater. Ich erinnere mich sogar, wie wir im Krankenhaus waren. Mein Dad stand am Besucherfenster der Babystation und zeigte uns stolz die Mädchen. Ihr leiblicher Vater war nicht da. Ich verstand das nicht. War total überfordert. Als die Babys dann nach Hause kamen, tat ich mich sehr schwer. Ich denke, ich war eifersüchtig, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekamen. Und in diesen Situationen habe ich dann gefuttert. Wenn ich etwas Leckeres aß, konnte ich mich voll und ganz auf den Geschmack konzentrieren, fühlte mich besser. Meinen Eltern schien es egal zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal etwas dazu gesagt hätten. Ich wurde vernachlässigt. Ich habe mich immer gefragt, lieben mich meine Eltern? Sorgen sie sich? Mache ich was falsch? Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, aber als kleines Kind wollte ich nicht bei meinen Eltern sein. Es hat mich einfach überfordert. Die ganzen Probleme, mit denen er zu kämpfen hat, fingen vermutlich an, als er 4 war. Da bekam er gleich 2 Schwestern auf einmal. Bis dahin war er immer im Mittelpunkt und plötzlich waren da 2 Babys. Er bekam nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie er gewohnt war, und musste damit klarkommen. Mein Leben war stressig, meine Familie war stressig, die Schule war stressig. In der Grundschule wurde ich ausgelacht, weil ich dick war. Die Lehrer mochten mich nicht. Ich glaube, weil ich als Kind ziemlich aufgedreht war. Ich konnte mich nur schwer konzentrieren. Wenn ich mich von Mom und Dad vernachlässigt fühlte, wenn ich Probleme mit Lehrern hatte oder wenn ich traurig war, dann aß ich. Essen füllte die Leere. Ich fühlte mich zufrieden und glücklich. Ich musste nicht mehr traurig sein. Natürlich habe ich zugenommen. Mit 10 wog ich 72 Kilo. Seine Portionen waren nicht groß, aber er nahm sich immer einen Nachschlag. Uns fiel auf, dass er sehr hibbelig war.
Er war hyperaktiv. Wir mussten die Türen extra verriegeln, weil er sich schon mit 3 Jahren aus dem Haus schlich. Ich fand ihn auf einer Schnellstraße wieder. Da war er 3. Der Horror. In der 4., 5. und 6. Klasse war ich auf einer Privatschule. Ich fühlte mich fehl am Platz. Ich gehörte nicht dazu. Aber Essen hat mich getröstet. Von 10 bis 13 habe ich an die 45 Kilo zugenommen. In der Junior High wog ich über 110 Kilo und es wurde immer mehr. Als ich 11 oder 12 war, kamen Mom und Dad wieder mal zusammen und heirateten. Im Jahr darauf ließen sie sich wieder scheiden. Das war eine schwierige Zeit für mich. Nach der Scheidung wollte ich einen hassen und einen lieb haben, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Essen war mein Trost. Als wir klein waren, standen mein Bruder Lucas und ich uns nicht besonders nah. Luke bekam nie wirklich viel Aufmerksamkeit. Als meine Mom und mein Stiefvater sich trennten, hat ihn das sehr mitgenommen. Die beiden haben sich mindestens 3-mal getrennt. Sie dürfen gesetzlich nicht wieder heiraten, falls sie sich in Texas noch einmal scheiden lassen. Öfter geht nicht. Bei Lucas ist es so, wenn ihn etwas emotional belastet, isst er übermäßig viel und achtet nicht mehr auf sich. Das ist auch für uns als Familie schwer. Irgendwann lag ich bei 135 Kilo. In der Highschool habe ich dann mit Football angefangen. Meine Trainer haben mich unglaublich motiviert und angetrieben. Mit 15 wog ich fast 180 Kilo. Mein Coach meinte, wenn du im Team spielen willst, musst du abnehmen. Das hat mich motiviert. Ich kann mich nicht erinnern, dass er zu viel gegessen hat. Als er Football spielte, war er dick und der Coach sagte, er muss abnehmen. Und das hat er getan, sehr erfolgreich. Er hat über 40 Kilo abgespeckt. Er wollte unbedingt Football spielen und hielt sich an die Diät, die ihm der Arzt verordnet hat. Er hat's einfach angepackt. In der 11. nahm ich über 30 Kilo ab und ging runter auf 135. Im letzten Schuljahr waren es nochmal über 20 Kilo. Ich war runter auf 110. Mir ging es nie besser. Das war die beste Zeit meines Lebens. Aber dann war die Saison vorbei und wir mussten nicht mehr trainieren. Ab da ging es wieder bergab. Ich habe nicht mehr Diät gehalten und alles wieder zugenommen. Etwa zu der Zeit wurde ich videospielsüchtig. Den Abschluss machte ich mit 145 Kilo. Ich legte wieder massiv zu. Im College wog ich 180 und dann mit Anfang 20 über 220 Kilo.